Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu einem Let's Show, würde ich sagen. Leaf Blower Simulator. Ihr habt das Tutorial schon gespielt und wir schauen trotzdem mal rein. Los geht's, Kampagne. Ja, es ist selbsterklärend, worum es geht. Naja, das ist, wir müssen gucken, dass wir hier die ganzen Blätter wegkehren. Es kann ja nicht sein, dass die Blätter hier so rumdackeln. Ne? Ja, Musik war ein bisschen laut. Die Grafik sieht nice aus. Ne? Also schön plastisch, sieht cool aus. Und hier sehen wir auch. Ne? Wir haben einen Sauger. Das ist schon mal cool, muss ich sagen. Unten seht ihr die FPS, also das Spiel ist noch nicht ganz optimiert. Ne? Aber unsere verdammte Aufgabe ist es, Blätter zu sammeln, Leute. Und ich finde, gerade so zum Abschalten, ne? Also just zum Chillen, wirklich. Finde ich das gar nicht so verkehrt. Ne? Da habe ich mal die maximale Power angemacht hier, damit wir ordentlich nuckeln können. Wir können einmal, wie gesagt, saugen. Jetzt müssen wir einmal leer machen. Zack. 200 Stück passen da mal rein. Wir haben die Möglichkeit... Wartet. Wo ist es? Hier. Hier, das Ding ist natürlich richtig cool. Da müssen wir nur in die Richtung pusten. Warum habe ich keinen Sound mehr? Sonst habe ich immer Sound gehabt bis jetzt. Was soll das denn jetzt? Hallo? Ja, jetzt haben wir heute keinen Sound mehr. Ich weiß zwar nicht warum. Egal, ich ärgere mich jetzt nicht. Gib ihm. Da ist der Sound. Hört er? Weil das sieht richtig gut aus. Hier mal flott leer machen. Zack. Ah, jetzt hört man ihn. Jetzt hört man ihn wieder. Ja, und dann macht man eigentlich das, was man eben als Leafblower macht. Man blowt Leaf. Zack, zack, zack. Und ich finde das total entspannt irgendwie. Entspannt zu sehen, wie die Blätter fallen. Nein, Leute, ich kriege kein Geld dafür, dass ich hier gerade das erzähle. Ich finde es wirklich, 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 wirklich chillig. Zack. Ich bin froh, dass man es nicht aufsammeln muss. Das wäre ja eine Vollkatastrophe. Da wäre ich total abgefuckt drüber. Eben mal gucken. Die kleben auch manchmal ein bisschen. Dann ist das gar nicht so einfach, die vom Rand weg zu bekommen. Ja. Aber so, easy going. Zack, zack. Na, hier müssen wir nuckeln. Den Rand saugen wir mal eben auf, so, dann können wir wieder schön alles in eine Richtung pusten. Ich weiß jetzt nicht, ob es schwieriger wird, ne? Also, wir sind jetzt hier Kampagne Tag 2, habe ich mir jetzt angeschaut. Ne? Also, bis jetzt easy going. Die Flächen werden größer, das Equipment wird besser, ne? Das klingt aber auch irgendwie logisch, dass es so ist. Level up to unlock power. More power, Entschuldigung. Also, man kann halt im Level aufsteigen. Logisch, ne? Oben links sehen wir unser Level. Hier, die Blätter bewegen sich auch durchs Wasser ein bisschen schwieriger. Das sieht man. Die stauen sich dann so ein bisschen auf. So, da kann man aber auch hingehen. Wenn es jetzt zu stressig wird. Schauen wir mal.
saugen jetzt einfach alle weg, die wir hier aufgeschüttet haben. Ohne Möglichkeit. Alles easy going. Zack. Erster Bereich fertig. All clear. All clear. Hier ist natürlich jetzt super, dass das Ding... Was ist los? Ich finde das goldene Leaf. Da! I got it! Aha. Sowas kannte ich zum Beispiel noch nicht. Okay, es gibt Neuheiten. Level up! Wir sind Level 4 geworden. Sehr gut, das heißt, wir können uns wieder verbessern. Das ist schon mal sehr gut. Ich finde es gar nicht so schlecht. Wie gesagt, einer spielt den Rasenmäher-Simulator, der andere den Stein-Simulator. Hier spielt man eben den Leafblower-Simulator. Ne? Also Simulatoren sind dafür da, um abzuschalten, um zu chillen. Will er denn jetzt, dass ich die Tools wechsle? Manchmal ist der Ton kurz weg. Okay, wir befinden uns in einer Demo-Version, ne? Also, hier ist noch nichts final. Hier ist alles noch in der positiven Entwicklung, die ich sehe. Wir werden uns das Spiel, wenn es erschienen ist, bestimmt auch in der Vollversion mal angucken, was sich da so getan hat. Ich finde, physikalisch macht das Spiel einiges her. Es funktioniert. Ich habe bis jetzt noch keinen Bug gehabt, also dass ein Blatt irgendwie verschwunden ist, dass ich nicht drankomme oder so. Weil das befürchte ich ja immer so an Spielen, wo ein bisschen Physik herrscht, dass das schnell ja negativ wird mit der Physik. Und jetzt seht ihr auch oben rechts eine Karte angezeigt, wo die Blätter sind, die letzten, dass man eben diesen Bereich auch abschließen kann. Achso, wir müssen die ganzen Blätter noch abgeben und sind somit fertig. Zack. Just beautiful. Just beautiful. Sie sagt es. Wir gucken uns das Level hier an. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und dann entscheiden wir, ob wir vielleicht irgendwann mal hingehen und sagen, wir gucken uns die Vollversion an oder eben nicht. Aber ich würde gerne eure ehrliche Meinung wissen. Schreibt es gerne mal rein. Schreibt rein, sagt ihr, oh nee, das ist doch der größte Kack. Sowas braucht die Welt nicht. Oder sagt ihr, ja, genau für den Zweck, abzuschalten, ist es gar nicht verkehrt. So, dann wären wir einer Meinung. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Sehr sogar. Ich freue mich auf eure Kommentare. Also tippt fleißig in die Kommentarleiste, lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefällt. Gerne auch ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Das dürft ihr selbst entscheiden. Ja, jetzt haben wir es nämlich. Wir haben so einen riesen Klumpen. Den müssen wir gleich wegnuckeln. Ah, wir kriegen ihn doch nach vorne bewegt. Hätte ich nicht gedacht. Er wird immer größer. Auch cool. Und noch größer. Da mal eben die paar Blätter reinschubsen. 150 Stück haben wir. Sagt 300, das ging flott. Bin ich ehrlich. Und Level up. Sehr gut. Power Upgrade. Können wir dann beim nächsten Mal entsperren. Ein Blatt fehlt. Wo ist das letzte Blatt? Ah, es gibt übrigens auch eine Außenperspektive. Können wir auch rutschen? Okay, das wäre jetzt zu lustig. Da hat es sich versteckt. Zack, eingesammelt. Abgegeben.
was satisfying and it looks so good now too. Ja, das sehe ich auch so. Zack, haben wir eine Nuss gefunden. Ich weiß nicht, was die Nüsse einen bringen, aber wir sammeln sie mal ein, ne? Hier können wir aufladen, unseren Akku. Charging up like a boss. Hier sieht man dann auch, wie das Gerät anhängt am Strom. Du. Geilster Ton ever. So, und weiter geht's. Man läuft ein bisschen komisch. Ne? Aber wann tut man das nicht? Jetzt nuckeln wir mal ordentlich hier rüber. Muss sich ja lohnen mit den Blättern. Das ist schon Wahnsinn. Also, ich meine, diesen Job gibt es ja wirklich, ne? Ihr seht es an Schulen oder an, ich glaube 90% machen Gärtnerbetriebe das. Glaube ich zumindest. Diese Blätterentsorgung und so. Das ist ganz cool eigentlich. Also ich feiere das immer, wenn die Leute hier mit ihren Blowern so hingehen. Ich finde, dadurch, dass wir hier alles elektrisch machen, ist natürlich auch alles arschleise. Das finde ich wiederum schade. Finde ich cool, wenn da hier ein bisschen Sound wäre. Oder ich die Mördermaschine schlechthin freischalten kann. Die so richtig den Nachbarn abfuckt. Das würde ich feiern. Level up. Haben wir 3 Level gemacht. Oder 2. Wir waren 3, 4. Ja, doch. 3 Level, Leute. Ja. Soll einer sagen? Wir sind keine guten Leafblower. Blower? Na, ich weiß nicht. Ich versuche übrigens immer so Testvideos jetzt immer am Wochenende zu zeigen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Yay, geschafft. Oh, hier ist ein Bereich. Und Let's Play-Videos immer im Wechsel, was aktuell so ansteht. Ne? Also jetzt aktuell haben wir Alan Wake 2. Dann haben wir Crime Scene am Laufen. Das heißt, jeder, der Bock bisschen auf blutige Tatorte hat, kann gerne in Crime Scene Cleaner reinschauen oder eben in Orte, wo das Blutbad entsteht, nämlich in Alan Wake 2. Ich versuche die Projekte jetzt so Stück für Stück nachzuschieben. Na, wir haben ja jede Menge Projekte noch auf Vorrat. Deswegen versuche ich da ein bisschen vorzuproduzieren und nicht zu übertreiben, um meine Zeit besser einteilen zu können. Ne? Wow! Okay, er kann nicht aus diesem Bereich raus. Das finde ich auf einer Seite super gut. Nein, geh weg. Sehr gut. Zack, fertig. Area complete. Nice. Love a clean space. Ja, das sehe ich auch so. Und dann kriegt man nochmal kurz gezeigt, wie schön es aussieht. Auch das ist ja lustig, wie viele Blätter man eingesammelt hat und so. Ob man es braucht, weiß ich nicht, ne? Also ich muss nicht wissen, wie viele Blätter ich eingesammelt habe. Man bekommt immer wieder $1000 für den Job, um diese blöden Blätter hin und her zu schieben. Wir können ja hier mal in den Store reinschauen, was es so geben wird an Farben und so. Immer schnell einen Schluck getrunken. Hier Outfits, ne, und so. Ich habe noch nicht gefunden, wo man sich umziehen kann, dass man männlich aussieht. Hier gibt es ein paar Sneaker, ein paar Leafblower. Ich glaube, das sind nur Farben, wenn ich das richtig sehe. Ne? Gucken wir mal kurz. G-
genau, das sind Leafblower Skins. Hier ist, glaube ich, noch nichts freigegeben. Genau, nicht verfügbar in der Demo. Das sind ja die größeren. Die haben dann richtig Power. Der Leaf Blaster 4000. Und hier hat man halt die verschiedenen Skins, ne? Finde ich gar nicht so schlecht. Aussehen kann man entscheiden. Wir können auch nochmal raus. Und dann gab es ja noch hier der Locker. Da können wir nur aussuchen, wie die Sachen aussehen, ne? Dann gehen wir aber nochmal raus. Exit. Yes, please. Nochmal kurz in den Store gehen. Und hier steht... Hier stand doch gerade, dass wir... Oh, den holen wir, oder? Sehr gut. Jetzt stand aber hier gerade am Anfang, dass wir eine Verbesserung haben. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Vielleicht finden sich die jetzt woanders. Wir schauen. Wir gehen einmal in die Kampagne. Ah ne, wir müssen erstmal in den Locker Room, denke ich mal. Pants, Hat, Scarf, Shoes, Leafblower, Skin. Da ist er. Sehr gut. Speichern. Exit. So, und jetzt müssten wir ihn ja haben, ne? Wir gehen kurz in die Kampagne rein, in den japanischen Garten. Da ist er. Sonst haben wir nichts da. Die Axt gibt's leider nicht. Halb so wild. Ne? Also, das Spielprinzip ist klar. Immer wieder sammeln, sammeln, sammeln. Hinlegen, hinstellen, Sache erledigt. Das ist gar nicht so schlecht gemacht, ne? Das tropft dann da rein. Oh, guck mal, ein bisschen Physik ist auch mit im Spiel. Schön. Ah, habt ihr gesehen? Ich habe den Leafblow-Scanner. El Rabo! Wohin des Weges? Komm her! Ich blow dich weg! Geil! Okay, gut. Ich hoffe, der erste Eindruck hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn nein, könnt ihr es natürlich auch reinschreiben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder auf jeden Fall. Ich würde sagen, macht's gut und tschüssikowski, ne? Ciao, ciao.